So, ich habe ja erstmal willkommen. Ich habe ja letztes Jahr das Rast vorgestellt als neue Idee. Ich weiß nicht, wer von euch da schon dabei war. Es geht darum, es geht halt darum, ein System auszuprobieren, zu erfinden, was das Gleitschirmfliegen ein bisschen sicherer macht und vielleicht noch ein paar andere Feinheiten dazu. Dann hat man mich gebeten, nachdem wir jetzt damit ein Jahr lang richtig rumexperimentiert haben, sogar schon einige Serienschirme damit gemacht haben, einmal zu erzählen, was eigentlich so in dem Jahr rausgekommen ist, wie das ganze Jahr war, was man an Vorteilen und Nachteilen entdeckt hat und einfach mal einen kleinen Übersicht. Nur so, wer es noch nicht kennt oder noch nicht davon gehört hat, wir haben die Idee gehabt, den Schirm in zwei Teile zu teilen und zwar in Längsrichtung. Wir haben einen vorderen Bereich und hier sieht man dann praktisch so die Wand, das Gelbe, die den vorderen und hinteren Bereich absperrt. Das heißt, am Anfang, wenn man den Schirm aufzieht, füllt sich erst der Bereich vorne, dann geht die Luft etwas verzögert in den hinteren Bereich und wenn irgendeine Störung ist, bleibt der hintere Bereich am Anfang erstmal voll. Jetzt ist es so, gerade was man im letzten Jahr immer wieder gefragt wurde, ein steifes System gab es doch schon früher, heißt es immer. Und da war ich nicht ganz unbeteiligt. Wir haben früher Schirme gebaut mit Druckluftholmen, aufgeblasen. Die sind dann meistens ab 3000 Meter explodiert. Und sonstige Sachen. Dann haben wir alles Mögliche ausprobiert mit Stangen in der Anströmkante, also Zeltstangen, aus Aluminium, Carbonstangen. Da gab es mal Fiberglas, so wie bei LDK mit dem Panther. Und wir haben immer wieder versucht, die Schirme zu versteifen. Und das hat schon eine Weile gedauert, bis wir begriffen haben, dass Versteifungen beim Schirm eigentlich genau das Gegenteil erreichen, was man haben will. Er klappt zwar nicht mehr ein, aber dafür fliegt er einen entgegen oder unter dir durch. Weil der Gleitschirm ist ja eigentlich ein geniales Gerät, der baut die Energie ab, indem er sich deformiert, statt dass er irgendwo hinfliegt, wo er nicht hin soll. So wie bei einem Drachen kann es natürlich passieren, wenn er nicht nachgibt, dass die Energie irgendwo hin muss, dann kann er Attacke oder Tumbling machen, das heißt, er dreht sich um und da muss man damit schon zurechtkommen. Beim Gleitschirm ist es halt so, die Idee natürlich, dass ein Schirm nicht mehr klappen kann, würde jedem gefallen. Aber das bezahle ich dann damit, dass der Gleitschirm, statt dass er klappt, eben, wie gesagt, die Energie anders umleitet, dann entweder auf mich zufliegt, sich überschlägt, unter mir durchfliegt, dann sitze ich irgendwann mal im Schirm drin und das ist nicht so der Hit. Deswegen hat man die Versteifungen vor einiger Zeit wieder komplett aufgegeben. Jetzt ist es aber schon so, dass das größte Problem beim Gleitschirm, wenn er klappt, ist, dass der Schirm sich komplett entleert. Man weiß, wenn die Hinterkante nicht betroffen ist von Klappern oder von Frontstallen, das heißt, wenn die Hinterkante noch mindestens bis zur Mitte stehen bleibt, sind die Klapper harmlos. Dann war die Idee, man müsste ein System erfinden oder ein System finden, wo die hintere Seite, die Hinterkante immer stehen bleibt, dass praktisch die Luft dort nicht raus kann und praktisch dort, wo es vorne um die Sache geht, das heißt, wo der Auftrieb entsteht und wo die Dynamik entsteht, wenn der Schirm außer Kontrolle gerät, dass der Teil immer noch kollabieren kann, sich entleeren kann und dadurch die Energie abführen. Und das hat bisher recht gut funktioniert. Ihr seht oben eine konventionelle Kammer, ohne Wand, ohne Rast und unten ist eigentlich eine Trennwand eingebaut, die gibt es dann mit und ohne Ventile, je nach Bedarf, die Luft etwas verzögert in den hinteren Bereich reinlässt und noch verzögerter wieder rauslässt. Das heißt, wenn irgendwas Dynamisches passiert, wie Klapper und so weiter, dann dauert es eine Weile, bis er hinten entleert, die Hinterkante bleibt stehen, es entsteht weniger Drehung und vor allen Dingen weniger Vorschießmoment. Wir haben uns dann von Rast nach den ersten Versuchen einiges versprochen, haben wir letztes Jahr auch schon drüber gesprochen, ein besseres Füllverhalten beim Start, das hat sich relativ gut bewährt, komme ich noch dran, das Aushebeln beim Starkwind haben wir uns erwartet, dass es besser geht, Rückenwind, Starts sind einfacher, Resistenz natürlich gegen großflächige Klapper und die gefürchtete Frontrosette bei Frontstalls wollten wir eben auch verhindern. Jetzt haben wir uns so eine Tabelle gemacht, wir haben extrem viele Prototypen gebaut und viele Testflüge gemacht in verschiedenen Klassen. Wir haben praktisch von A bis D alles durchprobiert, mit und ohne Wand und haben uns so eine Tabelle gemacht, wo wir gesagt haben, 5 funktioniert überhaupt nicht. 4 funktioniert unter bestimmten Umständen, sprich wenn der Pilot damit umgehen kann. 3 bis zu einem gewissen Maß, 2 eigentlich fast immer zufriedenstellend und 1 funktioniert zu 100%, so wie in der Schule. Dann haben wir auch geschaut, wir haben ja schon einige Serienschirme gemacht, wir haben Feedback vom Markt natürlich analysiert. Es ist natürlich schwierig, wenn man als einziger momentan auf dem Markt ein völlig neues System hat,
kriegt man extrem viel Gegenwind von den anderen Herstellern und anderen Verkäufern, ist normal, haben wir auch mit gerechnet. Und deswegen ist das Feedback vom Markt, was wir uns erwartet haben, eigentlich eher gemischt gewesen. Erstaunlicherweise war es aber extrem positiv, sogar von Firmen, die in direkter Konkurrenz dazu stehen. Die haben gesagt, ja, das macht es mal ein bisschen weiter damit und nach einem Jahr reden wir drüber, ob wir das nicht zusammen weiterführen. Da ist es inzwischen so weit, dass mindestens zwei große Hersteller da mitmachen wollen. Mal schauen, was das Jahr bringt in der Richtung. Das wäre natürlich interessant, weil das soll nicht irgendwas sein, was nur eine Firma hat, sondern da geht es wirklich darum, dass wir als Piloten auch einen Vorteil davon haben, egal was da jetzt als Marke draufsteht. Wir haben ja den Anfängerschirm mit dem einfachen Rast gemacht, der im Startverhalten inzwischen richtungsweisend ist, Extremflugverhalten sehr gemütlich und es gab überhaupt keine Beschwerden bezüglich Versteifung oder dass das irgendwie negativ aufkommt, weil im Gegenteil, die Leute, die den in der Schulung verwenden, sind sehr zufrieden. Beim Tandem war es ein bisschen anders. Tandem ist ein Experiment. Der Tandem hat das Rast so eingebaut, dass er auch auf das Thermikflugverhalten Einfluss hat, nicht nur auf den Start und auf die Sicherheit. Und da ist es dann schon so, Tandem-Piloten starten ja gerne, indem sie mal gescheit reinrennen und versuchen, die Kiste so schnell wie möglich über den Kopf zu bringen. Das passiert dann meistens, dass der Schirm überschießt und wird richtig angebremst. Und man sieht ja extrem viele Videos von Tandem-Starts, wo die Bremsen fast auf 100% sind, weil der Schirm einfach zu weit vorne ist. Das mag das Rast nicht. Das heißt, wenn ich den Schirm überbremst, kann er sich hinten nicht füllen und der Startlauf wird ein bisschen länger. Da muss man den Leuten halt sagen, lass dir Zeit beim Start, du brauchst keinen Stress mehr, weil wenn er vorne voll ist, trägt er schon. Außer du bremst hinten an. Und interessanterweise, wenn man das ein, zweimal probiert hat, dann glaubt man es. Vorher glaubt man es als Tandem-Pilot eher weniger. Und dann ist der Startlauf auf einmal wieder kürzer, ja? Wenn du gerade beim Tandem bist, habt ihr Erfahrung bezüglich Tandemstart an der Linie? Haben wir auch viel, weil im Flatland Paragliding ist ein Mitarbeiter sozusagen, der testet für uns die ganzen Sachen an der Winde. Und da geht es auch drauf, einfach gemütlich aufziehen und dann kannst du eigentlich schon los. Und an der Winde ist es egal, ob der hintere Teil schon voll ist oder nicht, weil er trägt ja eigentlich schon vorne, weil du bist ja auf Zug. Dann haben wir noch die Mini-Wings mit Rast 2.0. 2.0 heißt nichts anderes, dass die Ventile, also die Wand, noch zusätzliche Ventile bekommt, die, sobald irgendeine Störung ist, den hinteren Bereich nochmal zusätzlich abdichten. Also die Luft geht noch schwerer raus. Damit haben wir erstaunlicherweise 14, 16 und 18 Quadratmeter zugelassen, bis 100 oder 110 Kilo, teilweise im B- und teilweise im C-Bereich. Und das, obwohl es 14 und 16 Quadratmeter sind, die richtig überladen wurden und gerade bei den kleinen Schirmen war das Erstaunlichste, da seht ihr danach noch ein paar Fotos und die kann ja ein kurzes Video zeigen. Erstens ist es extrem schwierig, die Klapper richtig groß hinzukriegen, da muss ich mit zwei Händen ziehen und Vollgas geben, weil das Rast arbeitet ja dagegen. Und wenn die Kiste weggeht, ist die Wiederöffnung auf ganz, ganz wenig Metern unterhalb einer Sekunde. Man muss sich natürlich auch ein bisschen daran gewöhnen, dass ein Schirm, wenn er komplett verschwindet, nach einer Sekunde wieder ganz normal geradeaus fliegt, aber das funktioniert. Aber es ist halt auch ein bisschen Umstellung. Und was uns das Rast noch erlaubt hat oder ermöglicht hat, wir haben das erste Mal überhaupt in der Geschichte, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, einen zugelassenen reinen Akkuschirm. Der hat das Rast drin. Und das war nicht nur für die Sicherheit interessant, so dass Klapper und Frontsteins und so weiter auch noch im Rahmen des Gütesiegels fallen, sondern mit der Trinity, eben mit dem Rast drin, ist es möglich, Manöver zu fliegen, die mit einem normalen Schirm gar nicht so in der Form möglich sind. Das heißt, ich kann zum Beispiel aus einem Dynamic Fullstall, wenn der Schirm noch hinter mir hängt, einen Heli einleiten und ohne Übergang in Heli gehen. Oder ich kann ihn aus dem Heli einfach rausschießen lassen und sofort in Sattel gehen, ohne dass der Schirm kurzzeitig überhaupt Schwung holen muss. Weil der hintere Bereich sich eben nicht entleert und dadurch die Dynamik nicht verloren geht. Dann haben wir noch in der Pipeline Arcus RS, das erste Mal, dass ein Low-End-B-Schirm mit Rast auf den Markt kommt, gerade zugelassen, zumindest in einer Größe. Und dann schauen wir mal. Wir haben natürlich auch mit manchen Sachen nicht so gerechnet. Eben wie gesagt vorhin, das Thema Versteifung hat noch nie funktioniert, ist ja als Argument nicht falsch, aber in dem Fall ist es eben doch nicht so genau anzuwenden, weil ja der vordere Bereich erst recht kollabieren kann und nur der hintere Bereich etwas steifer ist. Viele sagen, es funktioniert eh nicht. Da kann ich nur sagen, probiert es selber aus. Ich kann auch das nicht gut reden oder beweisen. Ihr müsst es einfach selber probieren. Dass sich an der Zulassung ändert sich interessanterweise kaum was. Das ist auch so ein kleines Problem oder ein Problem, womit wir zu kämpfen haben.
mit Rast ist es schwierig, Klapper zu machen, die ins Zulassungsfeld reingehen. Das heißt, ich muss brutal ziehen, ich muss Tricks anwenden, ich muss A und B auf einer Seite gleichzeitig ziehen, dass der Klapper überhaupt irgendwie kommt. Und entweder ist es zu klein oder ist über der Linie drüber und zu groß. Jetzt ist es aber so, ich kann eine Zulassung nur machen, wenn ich in das Klappfeld reinkomme. Und dann wird es für die Testpiloten schwierig. Nehme ich jetzt den eher zu kleinen oder den eher zu großen? Und da sehen wir dann teilweise zwei Kategorien auseinander. Und deswegen ist es auch ein bisschen so, dass man die Zeit, die wir jetzt investieren, nicht darum geht, ob das Rast besser oder schlechter funktioniert, sondern wir müssen einen Weg finden, dass ich in der Zulassung noch irgendwie in das Feld reinkomme und das Rast trotzdem gut funktioniert. Und das geht eben einmal über die Position vom Rast, wie weit ich das nach vorne oder nach hinten setze. Und zweitens darum, wie dicht die Ventile sind. Wenn ich die Ventile komplett dicht mache und ich setze das Rast zwischen B und C, dann kriege ich überhaupt keine Klapper mehr hin, aber ich kann auch keinen Schirm mehr zulassen. Und jetzt gehe ich halt schrittweise in Richtung C-Ebene und versuche irgendwo einen Kompromiss zu finden. Da ist uns jetzt beim neuen Arkus relativ gut gelungen. Da sind wir Obergrenze alles A und Untergrenze haben wir 1 oder 2 B, glaube ich. Und das ist auch wieder rasttypisch. Je mehr Gewicht drauf kommt, desto stabiler wird er. Da sehen wir jetzt mal Punkt 1, Füllverhalten beim Start. Typisch für Rast. Ihr seht, das ganze Ding ist vorne voll und hinten ist er noch leer. Und das funktioniert sehr zuverlässig. Das Interessante ist ja, wenn ich einen Schirm aufziehe und der ist vorne voll und hinten nicht, das schaut dann so aus, dann hat das einen interessanten Effekt. Das schaut, schauen wir nochmal von der Seite. Er fühlt sich, ist stabil, bleibt über dem Kopf stehen und er überschießt nicht. Weil in dem Moment ist das Profil autostabil, das heißt, er ist hinten noch nicht voll, das ist so eine Art S-Schlag, ein Reflexprofil. Also nochmal zurück, starten, eben wie gesagt, der fühlt sich vorne zuerst, das Profil wird autostabil, hat mehrere Vorteile. Der erste Vorteil ist, er hebelt einen nicht aus, egal wie stark der Wind ist, bis das Ganze nicht voll ist, und er überschießt nicht. Und vor allen Dingen, egal wie stark der Schüler oder der Pilot in den Schirm reinrennt, ihr werdet jetzt nie mehr den Effekt haben, dass die Mitte einfällt, weil er sich erst hinten fühlt und dann nach vorne die Luft nicht schnell genug reinkommt. Hier ist es genau umgekehrt, ich kann auch brutal reinrennen, er wird vorne schlagartig voll, kommt trotzdem über den Pilot und der überschießt im Normalfall nicht, bevor der Schirm nicht voll ist. Das hat gut funktioniert bis jetzt. Das gleiche ist beim Starkwind, das Aushebeln, ihr seht oben das Profil in der Füllphase, ist hinten noch leer, das ist so eine Art autostabiles Profil. Und in der Mitte ist es dann voll und erst dann fängt es an, überhaupt richtig zu tragen. Da reden wir dann von einer halben Sekunde bis einer Sekunde, die man mehr an Zeit gewinnt. Das ist aber beim Start relativ viel. Für viele ist es genau die Zeit, die er braucht, um sich gemütlich umzudrehen. Und auch das hat richtig gut funktioniert. Wir waren jetzt auch 5 Wochen in Südamerika mit extrem viel Wind am Startplatz. Vor allen Dingen teilweise Klippenstartplätze. Und da war das sehr angenehm, dass es dich nicht jedes Mal, wenn du die Kiste aufziehst, sofort aushebelt. Da sieht man wieder, der vordere Bereich ist voll, der hintere ist noch ein bisschen leer. Läuft gerade auf den Schirm zu. Auch wichtig, wenn man mit richtig viel Wind startet, immer auf den Schirm zugehen, den Druck rausnehmen, dass er gemütlich hochkommt. Der nächste Punkt ist Rückenwindstart. Das ist ja so ein Argument, wenn man sagt, bei Starkwind hebelt er nicht aus, er braucht ein bisschen, bis er sich füllt. Was passiert dann bei Rückenwind? Und irgendwie sind wir da zufällig draufgekommen, wir waren im Stubai, sind mit Tandems im Winter gestartet, da ist ja natürlich immer Rückenwind mit Schnee. Und da haben wir uns gedacht, das wird jetzt spannend mit Rückenwind da rausstarten. Und dann sind wir 3 Tandems gleichzeitig raus, mit Rast, und interessanterweise sind wir nach 3 Schritten abgehebt. Und irgendwie haben wir uns überlegt, da ist irgendwas anders, wie wir gewöhnt sind. Haben das Ganze mal von der Seite gefilmt und dann festgestellt, dass die normalen Schirme bei Rückenwind versuchen, sich nach der Hangneigung auszurichten. So wie der orange Schirm hier, der geht einfach ein bisschen weiter nach vor. Der Wind kommt ja von oben runter, der folgt den Hang und dementsprechend richtet sich die Kappe natürlich an ihren normalen Gleitwinkel aus. Und deswegen überholt die Kappe uns beim Aufziehen am Hang, egal wie schnell wir rennen, sie ist immer weiter vorne. Ich muss anbremsen und ich muss hinterher rennen wie ein Irrer. Ist ja ganz normal, so sind wir es alle gewöhnt. Interessanterweise, wenn das Rast einigermaßen dicht hält, ziehe ich den Schirm auf und der Schirm überholt mich aber nicht. Er bleibt in dem Winkel über dem Kopf, weil das Profil ja autostabil ist. Da tut sich schwer, der Hangneigung zu folgen. Das hat einerseits zur Folge, ich muss nicht losrennen, sondern ich kann mir eher Zeit lassen.
Das zweite ist, ich laufe eigentlich mit einem sehr hohen Anstellwinkel, einem relativen Anstellwinkel, den Hang runter. Sprich, statt die 5 bis 8 Grad, die sich der Schirm normalerweise ausrichtet, habe ich dann 10 bis 20 Grad, ohne dass ich schon richtig angebremst habe, und der hält viel, viel früher ab. Das Ganze kann ich euch jetzt natürlich hier erzählen. Das Einzige, um das wirklich zu glauben, ist, ihr schaut es irgendwann mal zu oder ihr probiert es selber aus. Aber ich fand den Effekt beim Rast eigentlich den, der am erstaunlichsten überhaupt war. Der nächste Punkt, hier geht es dann wieder um Sicherheit, großflächige Klapper. Da ist es so, Rast ist jetzt nicht das Allheilmittel gegen Klapper. Soll es ja auch gar nicht sein, weil der Schirm soll ja die Energie abführen, er soll ja einklappen, er soll ja einen Frontstall machen, wenn ihr irgendwo reinfliegt oder ein Manöver macht, wo einfach zu viel Energie da ist. Er muss das wegdämpfen. Und es gibt natürlich für jedes Sicherheitssystem oder jedes stabile System Grenzen. Wenn man über die Grenze drüber geht, dann ist es halt nicht mehr so, wie es sein soll. Und wir haben da zwei verschiedene Möglichkeiten. Wenn ich aktiv fliege, jedes Mal, wenn ich in der Bremse fliege, erhöht sich der Innendruck im hinteren Bereich. Das heißt, ich mache durch aktives Bremsen den hinteren Bereich noch viel, viel stabiler, als was er normalerweise schon wäre. Und in dem Moment, wenn es scheppert, wenn es irgendwie richtig turbulent wird und ich gehe aktiv auf die Bremse, erhöhe ich nochmal den Druck, und selbst wenn er vorne einklappt, er kann fast nicht vorne, also bis hinten durchklappen, dass die Hinterkante mitkollabiert. Das haben wir wirklich oft probiert, hat immer gut funktioniert. Anders schaut es beim passiven Fliegen aus. Wenn ich gar nichts mit der Bremse mache, dann habe ich zwar hinten einen Bereich mit erhöhtem Druck. Die Klapper werden zwar extrem verzögert, sie werden nicht so groß, wie sie normalerweise werden würden, wenn man gar nichts macht, aber ich kann sie nicht vollständig verhindern. Also wenn ich jetzt in einen Lehbereich reinfliege, ohne Bremse zu betätigen, irgendwann wird das Ding auch einklappen, der Klapper wird vielleicht, was weiß ich, ein Drittel weniger groß wie normal, also wie ohne Rast, aber er wird trotzdem passieren. Gehe hingegen aktiv auf die Bremse, dann fällt mir vielleicht die Vorderkante ein bisschen ein, aber sonst wird nicht viel passieren. Deswegen haben wir auch hier 1 bis 3. Beim aktiven Fliegen kann ich aktiv verhindern, dass überhaupt irgendwas passiert. Beim passiven Fliegen muss ich mich darauf verlassen, dass der Schirm irgendwie funktioniert. Hier sieht man nochmal die Klapper. Im Vergleich, grün ist Normalflug, rot ist während einer Störung mit Rast übereinandergelegt. Das sind die Ventile. Von innen fotografiert, haben wir auch ein Video dazu. Ihr seht, oben und unten ist es offen. Da geht jetzt die Luft durch. Und sobald der Druck hinten höher wird, macht er zu, dann liegt es oben und unten am Obersegel an und verschließt praktisch den hinteren Bereich, es kann keine Luft mehr rausgehen. Nochmal kurz, offen, hoppla, und zu. Die Klapper schauen dann so aus, hier sieht man die typische Rastknicklinie. Die Hinterkante bleibt komplett stehen, das ist jetzt ein 14 Quadratmeter Schirm mit 100 Kilo. Und er hat halt gezogen, wie es nur irgendwie geht, und das ist der Unterschied beim Klapper. Also nochmal, Hinterkante bleibt stehen, der bleibt so wie grün. Rot ist der übliche Klapper, wo die Hinterkante mindestens bis zur Mitte wegklappt. Und dementsprechend ist die übrig gebliebene Fläche deutlich verschieden. Einmal habe ich den roten, der bis zur Mitte hinten wegknickt. Und der grüne ist genau gleich weit vorne eingeklappt, aber hinten hält das Rast eben noch einigermaßen die Fläche offen. Und damit habe ich schon mal ein Drittel bis nach der halben Fläche mehr, als was ich bei einem normalen Klapper hätte. Und um das geht es eigentlich. Ja? Eine Frage an der Stelle. Ist es für die Zertifizierung nicht erforderlich, dass die Hinterkante auch klappt? Genau, das ist das größte Problem, was wir bei der Zulassung haben, dass sie mit Gewalt so klappen müssen, dass er über die Hinterkante drüber geht. Aber sie können zertifiziert werden mit was? Ja, sie machen halt Tricks. Sie ziehen mit zwei Händen, ziehen A und B runter, geben Vollgas und. Aber momentan ist es ein bisschen schwierig. Für die unteren Klassen geht es noch, durch die breiten Zellen. Wenn du Zeit lässt, entleert er ja. Weil wenn du langsam ziehst, geht es leichter. Aber bei wenig Flügeltiefe ist es momentan noch schwierig, weil entweder wird es ein asymmetrischer Frontstall, weil du alles umdrehst, oder er wird viel zu klein, weil die Hinterkante nicht mitgeht. Wieder typisch von hinten fotografiert, Klapper, Rast bleibt hinten voll. Sieht man recht gut. Das ist ein Frontstall. Das ist das nächste Thema, Verhinderung von Rosettenbildung. Das Schlimmste, was einem passieren kann, ist eine Frontrosette beim Frontstall. Das heißt, dass die zwei Stabilos nach vorne kommen, die treffen sich dann meistens vorne, und wenn sie es besonders gut meinen, dann verhängen sie. Und dann haben wir ein Problem. Und der Frontstall sollte eigentlich so sein, dass die Ohren nach hinten gehen. Das ist die sicherste Konfiguration, weil dann geht die Mitte als erstes auf, die Ohren kommen dann gemütlich nach und füllen sich wieder, und es ist eigentlich keine Dynamik drin. Das geht am allerbesten, wenn die Hinterkante eben wieder stehen bleibt.
Jetzt habe ich da noch ein besseres Foto. Hier sieht man das Rast vom Pilot aus, fotografiert, wie er gezogen hat. Da sieht man wieder die Kante. Vorne entleert er ganz brav, wie er soll, und die Hinterkante bleibt einfach stehen. Frontsteil, genau das gleiche, typische Knicklinie. Vorne ist alles weg, dämpft die Energie runter und die Hinterkante bleibt stehen. Das ist das gleiche wieder in der Öffnung. Da sieht man, jetzt fängt er an, sich vorne zu füllen. Hinten hat er natürlich nach einer Weile ein bisschen entleert. Und das Coole ist, in der Füllphase wird er vorne viel schneller voll, weil er ja weniger Volumen erstmal am Anfang zu füllen hat, als wie wenn das die ganze Kappe wäre. Und dann fliegt das Ding eh schon wieder. Das ist jetzt ein Frontsteil, Vollgas gezogen und komplett umgedreht. Und hier sieht man, wie der Schirm sich total überschlägt, aber die Hinterkante bleibt immer noch stehen, kurzzeitig. Schaut mal unten auf die Zeit, das ist 0, 0 und 51 Hundertstel Sekunden. Die Hinterkante ist immer noch voll, fällt durch, jetzt sind wir auf einer Sekunde. Eine Sekunde 17, ist der Schirm schon teilweise voll, die Hinterkante ist wieder komplett voll und dann fliegt er eh schon wieder. Das heißt, ihr habt weniger wie eine Sekunde von Totalschließung mit Überschlagen, bis dass die Mitte hinten schon wieder gefüllt ist. Nochmal ein Frontsteil, wo die Hinterkante wieder stehen bleibt. Und das ist halt so ein Diagramm, was wir gemacht haben, um mal zu schauen, wie lange das eigentlich dauert und wie der Druck im Innenbereich ist. Da haben wir Drucksensoren eingebaut und mal geschaut, wie ändert sich der Innendruck in Millibar im hinteren und im vorderen Bereich. Das ist eigentlich recht interessant, ein bisschen aufwendig zu messen. Und da sieht man halt, dass im Gegensatz zur normalen Bauweise, wo der Druck abfällt, der Druck zunimmt im hinteren Bereich. Und deswegen ist auch die Zeit, die es dauert, bis er wieder voll ist, deutlich kürzer. Und das, was wir jetzt bisher besprochen haben, hat mehr oder weniger zuverlässig und nachvollziehbar funktioniert. Nachvollziehbar heißt nicht nur für die Testpiloten, sondern auch für normale Piloten, die den Spaß sich machen, das Ganze mal auszuprobieren. Was auch ein Nebeneffekt ist, das Fluggefühl ist direkter, härter und viel präziser. Ich kann das schwer beschreiben, aber für mich ist es so wie irgendwie eine Mischung aus Drachen und Gleitschirmfliegen. Vor allen Dingen in extrem turbulenter Thermik, wo der Schirm irgendwie nicht mehr drehen will und die muss richtig ziehen, mit Gewicht arbeiten und. Und dann will er dann irgendwie ums Eck und dann eigentlich doch nicht. Das sind Schirme mit Rast so, ich ziehe einfach an der Bremse, tue ein bisschen das Gewicht rein und der geht ums Eck wie auf Schienen. Und das ist für mich, als wo ich ja wirklich gern Thermik fliege und bei starken Bedingungen fliege, ein riesen Erfahrung gewesen. Das finde ich persönlich eigentlich das Tollste dran. Und eben, wie gesagt, Starkwind starten ist selbst bei extremem Wind gut kontrollierbar. Da haben wir auch ein kleines Problem entdeckt, dass manche Leute, wenn sie das rauskriegen, eigentlich bei Wind aufziehen, wo sie gar nicht mehr vorwärts fliegen. Und dann wird es schwierig, weil dann muss ich ja raus, anbremsen und dann in Speed rein und schauen, dass ich irgendwie wegkomme. Und dann ist eben die Diskussion um Klapper und Frontstalls, eben was haben wir vorher schon angesprochen, in der Zulassung und im Safety-Check. Es ist ja so, dass die DACs, DHV, EN, die verlangen das Erreichen des Klappfelds. Das heißt, ich muss in das Feld reinkommen. Also muss ich irgendeinen Weg finden, um das Rast zu vergewaltigen. Ich muss drüber klappen. Deswegen habe ich auch in dem Sinn nicht unbedingt einen Vorteil bei der Zulassung, vielleicht sogar eher einen Nachteil, weil wenn sie drüber testen, dann ist der Klapper für die Zulassung viel zu groß. Ist aber noch einfacher zu akzeptieren, als wenn er zu klein ist. Deswegen wird das Ergebnis mit Rast in der Zulassung auf die Kategorie relativ wenig Einfluss haben. Ist auch nicht gewollt als System. Das sind halt verzerrte Ergebnisse und da braucht es ein bisschen Diskussionsbedarf, was das eigentlich heißt, ob der Schirm, der mit Rast ENB hat, sich auch wirklich wie ein ENB verhält oder ob es eher ein ENA ist. Oder das muss man halt ausdiskutieren und schauen, wie das Ganze ist. Da war jetzt auch die Zulassung von Arcus recht interessant. Der war ja eben, wie gesagt, Obergrenze alles A. Ist eigentlich ein Low-ENB-Schirm. Und in der Untergrenze, dadurch, dass es ein bisschen weniger Beladung ist, ist auch der Innendruck ein bisschen weniger, kann man übers Rast drüber klappen. Das heißt, ich mache dann einen 80% Klapper statt 70. Und der dreht dann halt ein bisschen mehr weg. Ist die Frage, passiert das in der Natur wirklich? Haben wir noch nie gehabt in der Form, aber das passt ja. Wie gesagt, das aktive Fliegen ermöglicht mir, als Pilot einzugreifen, ob ich jetzt einen Klapper massiv verhindern will oder nicht. Ich habe auf jeden Fall deutlich weniger Höhenverlust bei Störungen. Und wenn das einmal der Fall ist, dass ich eine brutale Turbulenz kriege, das heißt, dass die Deformationsenergie extrem hoch ist, kann es natürlich schon mal sein, dass ich auch ein bisschen anbremsen muss, um die restliche Dynamik rauszunehmen.
gerade bei höher klassifizierten Schirmen mit Rast. Das ist aber, wie gesagt, kein Allheilmittel. Es hat eben Grenzen. Beim passiven Fliegen waren die Grenzen in extremen Bedingungen, wenn ich gar nichts tue. Das andere Problem ist, ich kann jetzt das Rast oder Schirme mit Rast nicht einfach dazu missbrauchen, bei noch brutaleren Bedingungen fliegen zu gehen, weil irgendwann hat jedes Fluggerät seine Grenze erreicht. 2 Minuten? Ja. Aber ihr habt mir 5 Minuten geklaut. Dann Rast kompensiert nicht mangelnde Erfahrung und können das Piloten. Und man muss halt auch ein bisschen lernen, mit Rast umzugehen. Gerade beim Tandem mit Start und so weiter. Nachteile, wie gesagt, Zulassung und Safety-Check. Die Kosten, da ist schließlich mehr Material verbaut, ist mehr Arbeit. Man muss das Rast massiv verstärken in die Ecken, weil wenn man das bei den Manövern richtig hernimmt zum Testen, reißen ab und zu mal die Ecken ein. Deswegen sind alle Ecken mit Klebesegel verstärkt, damit es auch wirklich hält. Und das Packmaß und Gewicht ist ein bisschen höher, aber dadurch, dass ich, wenn ich auf der C-Ebene einen Rast habe, brauche ich keine V-Rippen mehr dort, weil das Rast funktioniert wie Diagonalrippen, ist das Gewicht und das Packmaß auch nicht mehr so groß. Noch ein kleiner Punkt zur Leistung. Leistungssteigerung ist immer so ein Thema, möchte jeder haben, möglichst kostenfrei, ohne Nachteile. Rast hat Vorteile, was die Leistung betrifft, in spezielle Bedingungen. Das heißt, je turbulenter das Ganze ist, desto größer ist der Unterschied mit oder ohne Rast. Das ist einfach zu erklären. In Turbulenzen ist alles hinter der B-Ebene flexibel, der Schirm macht Wellenbewegungen, Rast versteift das Ganze, ähnlich wie die Stäbchen in Wettkampfschirmen im hinteren Bereich. Ich kriege dann bei Turbulenzen Schub von hinten und der Schirm beschleunigt leicht nach vorne. Und die Beschleunigung bringt mehr Höhe und bringt mehr einen Vorsprung. Deswegen, je turbulenter Rast ist, also beim Fliegen ist, desto besser funktioniert das Rast im hinteren Bereich. In ruhiger Luft haben wir überhaupt keinen Unterschied im Gleiten. Das ist noch ein Prototyp, Zweiliner mit Rast, der schwarze Strich in der Mitte. Das Ganze von oben. Dann noch zum Abschluss ein Ausblick, wo wir heute stehen. Wir haben verschiedene Bauweisen ausprobiert. Natürlich kann man in einem Jahr nicht alles ausprobieren. Das Rast hat extrem viele Möglichkeiten. Ich kann jetzt auf A, B, C, D setzen. Ich kann mehrere Sektionen machen. Ich kann in der Mitte nach vorne gehen und auf der Seite nach hinten. Ich kann die Ventile anders gestalten. Ich kann gewisse Bereiche komplett abdichten, zum Beispiel die Mitte, dass ich überhaupt nicht mehr klappen kann. Und das Ziel wäre natürlich, dass man die großflächigen Klapper auch in der extremsten Simulation verhindern könnte. Oder gezielte Klapplinien machen, dass der Schirm, wenn er klappt, auch in der Zulassung genau dort klappt. Multirast eben und mehr Streckung. Ja, und das wäre es dann so als grober Überblick, wo wir heute stehen. Die Zukunft wird sicher sein, dass man das Rast verfeinert, auch an die Zulassung ein bisschen anpasst und schaut, dass die Serienschirme am Markt halt dementsprechend Anklang finden. Das wär's. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.